Rentiermutter Britta im Wildpark Lüneburger Heide weiß aus Erfahrung, es ist besser, den Nachwuchs zu verstecken. Vom Vater ist eh nicht viel zu erwarten, was Schutz und Fürsorge anbetrifft. Rudi, als Flaschenkind aufgezogen, fühlt sich eher den Menschen zugehörig. In den ersten Stunden nach der Geburt ist die Mutter sowieso noch besonders besorgt und nervös. Nicht ganz ohne Grund. Die Tierpfleger nahen und typisch Rudi macht mit ihnen gemeinsame Sache. Eindeutig, sie haben es auf das Kalb abgesehen. Vor dieser Übermacht bleibt Britta nichts anderes als die Flucht. Das Kleine, erst knapp einen Tag alt, hat keine Chance, seiner Mutter zu folgen. Aber allzu großes Ungemach droht ihm nicht. Es ist lediglich die Routineuntersuchung, die dem jungen Rentier bevorsteht. Aber das kann man auch der Mutter nicht erklären. So, wir schauen jetzt mal nach, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Hier sieht man noch die Nabelschnur. Das ist also erst ein Tag alt. Die Nabelschnur ist noch ganz weich, da muss man vorsichtig sein. Jetzt schauen wir mal zwischen die Beine und sehen, es ist ein kleiner Junge. Müssen wir uns noch einen Namen für ausdenken. Rudi heißt der Vater. Vielleicht machen wir aus ihm ganz einfach Rudi 2. Schauen wir mal. Wenn er eine rote Nase bekommt, wird er auf jeden Fall Rudi. So, die Augen sehen auch gut aus. Er hat auch gerade Milch getrunken. Er hat nämlich noch ein bisschen eine milchige Nase. So, nehmen wir ihn mal. Ja, es scheint so, als wenn der kleine Kern gesund wäre. Und er ruft ja auch schon nach seiner Mutter. Da lassen wir ihn doch mal ein bisschen laufen. Ja, du bist ein Rentier, also musst du ein bisschen rennen. Ja. Du? Ja. Komm her, komm. Nun, so ganz sicher auf den Beinen ist der Kleine noch nicht. Das wäre wohl auch zu viel verlangt, wenn man gerade erst dabei ist, sich ein bisschen in dieser Welt zu orientieren. Klein Rudi ahnt immerhin, dass man laut nach seiner Mutter rufen muss. Wie sie genau aussieht oder riecht, weiß er in diesem Alter noch nicht. Und so folgt er ahnungslos zunächst einmal seinen Tanten. Seine Mutter weiß ganz genau, dass gerade in den ersten Lebensstunden sehr viel schiefgehen kann bei der Erziehung eines kleinen Rentieres. Deshalb ist sie schnellstens wieder zur Stelle, um wieder alles in die Reihe zu bringen. Vater Rudi interessiert sich derweil für technische Berufe. Er ist offensichtlich mit seinem Job im Gehege nicht ausgelastet. Britta und ihrem Sohn Rudi 2 stehen in naher Zukunft erst einmal keine Störung mehr bevor. Die junge Mutter ist ungehalten. Dass das Familienoberhaupt diese ganzen Vorgänge auch noch unterstützt, ist ein Skandal unter Rentieren, versteht sich.